sehr nett. Das Spiel wusste also, es kann auch von Deppen gespielt werden. Mir zum Beispiel. Und dass man dann einfach den Deppenfilter eingebaut hat. Das heißt, die richtigen Leute spielen das Spiel richtig, finden alle Schlüssel und die Deppen, so wie ich, kaufen sich einen Schlüssel. Gutes Spiel, gut gemacht. Ich brauche die Laterne, denn ich bin zu blind in diesem Dungeon. Yay! Moment, es gibt aber noch eine Laterne, oder? Also wir haben ja jetzt die blaue Candle und als wir damals das Spiel gestartet haben, damals sage ich so, als wenn es Jahre her wäre, aber als wir das Spiel halt gestartet hatten, hatten wir diese Item-Übersicht, wo halt alle möglichen Sachen, die man im Verlauf des Spieles einsammeln kann, auch sieht. Und dort haben wir neben der blauen Kerze auch eine rote Kerze gesehen. Na, allerdings für mich die blaue Kerze dort, ich glaube, die war hinter der roten Kerze, also... Das war auch die magische Kerze. Es gab einmal die normale Kerze und die magische Kerze. Und ich habe schon die magische Kerze. Deswegen weiß ich nicht, ob ich eventuell schon das erweiterte Kerzenstück habe. Und ich eigentlich zuerst hätte die normale Kerze finden müssen, die es jetzt irgendwie nicht mehr gibt im Spiel. Was mache ich hier eigentlich? Ich gehe einfach durch. Viel, viel besser. Einfach nach oben wuseln. Nein! Ach, einfach mal getroffen werden. Super Wuselkönig, Max. Hier lang und da lang. Uiuiui. Hier gab's nix, da rechts waren wir, hier gehen wir weiter, den haben wir besiegt. Und Schlüssel! Ich brauche einen Schlüssel, was? Hab ich. Walk into the Start. Pause-Menü. Hab ich auch gemacht, danke dir dafür. Da gab's die Schwester, die einfach nur Geld will, damit ich mit ihr laber. Die will Geld dafür, dass man mit ihr redet, was ist das denn? Ist ja... Ach, ein Schlüssel! Toll! Fick dich, Spiel! Fick dich, Spiel! Fick dich, Spiel! Weißt du... Das ist nicht nett. Was war das gerade für ein Bug? Ist mir egal. Das Spiel ist nicht... Das war nicht nett. Das war wirklich nicht nett. Wie geht's jetzt hier nach rechts weiter? Was? Ich müsste nach unten. Moment. Also jetzt auch wenn ich... Ah nee. Achso, ich bin der grüne Punkt. Ich bin auch dumm. Ich bin auch wirklich so ein bisschen hirnseitig gelähmt. Ich bin ja der grüne Punkt, nicht der rote. Hi! Ich geh raus rein. Ich weiß noch nicht. Was soll ich hier überhaupt... Was? Wofür ist... Moment. Schieb, schieb, schieb. Kann man nicht machen. Ich gehe hier einfach raus oder gibt's hier ein Geheimnis? Nein, ich gehe einfach. Ein komischer Raum. Was war das für ein Geräusch? Wow, was soll das? Hört ihr das? Dieses... Heißt es, dass der Boss solche Geräusche macht und da der Boss in der nächsten... im nächsten Raum ist, höre ich den schon durch die Tür durch? Das klingt unheimlich. Boah, für NES-Sachen ist das echt... Heilige. Ja, und die Fledermäuse sind mal wieder fix verteufelt schlau. Und legen mich immer wieder aufs Neue rein mit ihren wahnsinnigen Movement-Skills. Okay. Ach so. Gut, dass ich auch schlau bin. Ich habe jetzt echt Angst, was kommt. Das klingt so merkwürdig. Was ist das? Wow! Das sieht übergeil aus. Das ist bestimmt, also der erste soll ja ein Pony gewesen sein oder ein Einhorn auch. Heilige Muttergott. Okay, ich kann ihn nicht verwunden so. Heilige Scheiße, ist das geil. Oh mein Gott. Aha, den Körper treffen? Was? Oh wow, ich sterbe bei dem. Einfach nur im Kreis jetzt rennen, warten bis er schießt. Genau, oh, und reinlaufen, Max. Und reinlaufen. Also, wenn wir was gelernt haben in diesem Video, dann wie man richtig Scheiße spielt. Also, Wahnsinn, hab ich das schlecht gemacht. Heilige Möhre. Das war unterste Kajüte. Ich brauch Leben. Ehe ich wieder zu dem gehe. Mit Bomben kann ich dir nichts machen. Deswegen gehe ich mal wieder raus. Heilige Scheiße. So, gehen wir also mal wieder hier lang und sammeln uns jetzt ein bisschen Leben, da es ja auch so wahnsinnig spannend ist, mit mir zu spielen und dem zuzugucken, wie ich mich wieder auch von allem treffen lasse, während ich Leben sammeln will. Ich bin einfach dumm. Jetzt ist es bewiesen. Dumm. Dieses Spiel zeigt mir einfach mit einem großen Blatt Papier das Wort D und das, was ich assoziieren kann und darf und soll, ist dumm, Max. Dumm. Ja, langsam aufsammeln von Gegenständen. Bin ich schlecht? So, gucken jetzt einfach mal, ob wir... Weil die lassen ja an sich gerne Herzchen fallen. Ich bin... Das Schlimme ist, ich kann diesem Spiel nicht mal die Schuld geben. Ich bin es ja ansonsten so gewohnt, dass ich dem Spiel die Schuld geben kann. Weil ich dann sagen kann, das ist schlecht, scheiße programmiert, unfaire Kacke.
kann ich in diesem Spiel nicht, leider. Weil das Spiel ist gut. Das ist das einzige Problem, was ich habe. Und jeder Fehler, den ich mache, der kommt von mir. Und meistens nicht vom Spiel. Außer es gibt ganz kleine Bugs, die es mal immer wieder hier und da gibt. Aber... Oh, dann komm ich nicht ran. Ich bin der Universalidiot. Oh Mann. Einfach weiterlaufen. Und hier finden wir noch mehr Herzchens. Ach ja, doch, super. Das heißt also, während der Bumerang fliegt, kann ich mich nicht mit dem Schild verteidigen, weil ich nehme an, dass Link in der Zeit seine Wurfhand bereithält, um den Bogen wieder aufzufangen. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, nein. Okay, kein Moment. Das Bombentime. Das sieht mir zu offensichtlich aus. Okay, Feuertime. Das sieht aus wie ein Geheimnis. Tut mir leid. Fire. Scheiße. Das sah so offensichtlich aus. Bumerang-Time. Nee, erst recht nicht. Scheiße. Ah. Ah. Gut, wenn ich volles Leben will... Ich hab euch ganz vergessen. Die wunderschönsten... Naja, wie gesagt, ich bin halt grenzdebil und der Universalidiot. Oh mein Gott. Das... Ich bin, also, wenn ich was hab, dann kein Hirn. Ich finde es jetzt auch gerade nicht mal mehr erschreckend. Das ist einfach nur noch so eine Tatsache. Da sitzt jemand und probiert so ein bisschen mit einer sabbernden Zunge auf der Tastatur das Spiel zu spielen. Mutet sehr komisch an. Ja, also wenn... Also Wahnsinn, Max. Wahnsinn. Diese Skills, die du versteckt hast. Wahnsinn. Okay. Ab in den Dungeon. Genug sich selber fertig machen. Jetzt einfach mal wieder probieren, ein bisschen Skill zu zeigen. Ja, jetzt machen wir diesen Dungeon aber easy peasy, oder? Easy peasy sagt keiner, nicht mal ein Pro-Gamer. Okay, doch, vielleicht diese komischen Pro-Gamer, die dann so... ich hab den voll easy peasy einen Header gegeben mit No-Scope, C38, Triple 360 und irgendwas Knife. Keine Ahnung, machen die ja alle immer. Diese komischen Oberpro-Skiller, Naruto-Atzen-Killer, Deidara. Keine Ahnung, weg hier. So. Ich brauch den Flankel. Die Flackel? Ich brauch die Flackel. Alles klar. So, eins. Und zwei. Damit wir hier auch irgendwie halbwegs unbeschadet eventuell durchkommen. Man. Ja, nur einmal. Fump, fump. Okay. Oh, Mann! Weißt du, ich komm extra hier mit Leben rein. Und dann springt der über den Bumerang? Finde ich gut vom Spiel, dass es überhaupt möglich ist. Ohne Witz jetzt. Ich finde es irgendwie beachtlich, dass sie da nicht so eine schlechte Hitbox gebaut haben, wie zum Beispiel bei Tristanas Jump in League of Legends, wenn es jemand kennt. Weil das ist ja kein Jump, sondern ein Dash. Was total bescheuert ist, weil man in Caitlyns Fallen reinjumpen kann, während man über sie jumpt. Aber egal. Das ist zu viel anderes Meta-Wissen hier. Das gehört nicht hierher. So. Einfach hier weitergehen. Warum brauche ich für diesen Dungeon so elendig lange? Warum? Das ist ein stinknor... Bin ich dumm? Das ist ein stinknormaler Pupsi-Pupsi-Pups-Dungeon. Und sogar nur der vierte im Spiel. Und warum weiche ich den aus? Bringt ja gar nichts. Und ich tue mich so, als wenn es der letzte Dungeon wäre und ich nur mit einem halben Herz hier reingehen dürfte. Ich habe mich auch selber schon mal besser spielen sehen. Das ist das ganze Problem an der Sache. Oh, red doch wieder ein bisschen. Geh in den Wasserfall. Pff, ah, weg. Und Nummer 1. So, ich brauche jetzt hier einfach, glaube ich, mal nichts. Außer Hirn und aus... Okay. 1 und so. Jetzt probieren hier blind durchzugehen. Ich glaube, man konnte einfach nur geradeaus gehen. Ja, super, Max. Einfach nur weiter geradeaus gehen, denn hier gibt es Spikies. Ja, nein, super. Also wer Hirn, der sich bitte bei mir melden. Ich habe es verloren. Danke. Gigaduba, Satznitze. Hab euch vergessen, verdammte Fucke. Ich mach euch lieber tot, ey. Bevor ich jetzt aus Versehen auch noch in mehrere reinlaufe, während ich probiere, den Stein da zu schieben, mach ich die jetzt lieber irgendwie so auf eine halbwegs sichere Art und Weise, wollte ich schon irgendwie sagen. Ja, bei mir heißt halbwegs sicher, einfach nur 5 Herzen zu verlieren, anstatt 6. Giga da. Okay, okay. Weg mit dir. Komm jetzt immerhin schon mal mit 5 Herzen zu dem Gegner. Aber wie soll ich den machen? Wie soll ich den machen? Moment. So.
Bomben bringen wirklich nichts. Ich probiere mal Feuer dann. Und danach einfach dann probieren, nochmal eine Bombe an den Rand zu legen. Ansonsten war eigentlich die Stelle, wo ich da stand, auch ganz okay. Ja. Einfach nur draufhalten, einfach nur draufhalten, einfach nur draufhalten, einfach nur draufhalten. Er kann ja auch nicht ewig viel aus. What the fuck? Jetzt fliegt der Kopf auch noch rum. What? Ich werd bescheuert. Damit hätte ich jetzt nie im Leben gerechnet. Was soll denn das? Ja, ja, ne, das... Ah, ich lauf rein. Ich bin dumm. Es tut mir leid. Ich laufe rein. Ich hab's gesehen, als ich den Startbildschirm gemacht... Ich krieg die Krise. Wie? Dann fliegt der Kopf... Na, warum alle Gegner bis 3 Treffer ausgehalten und waren tot? Dann kommt er hier, der Hydra über Golden Superboss mit Diamantpanzerrüstung. Und auf einmal kann man... ist man tot. Oh. Okay. Wir gehen wieder zur Fee, die unser Leben auffüllt, und dann gehen wir nochmal in den Dungeon und probieren nochmal diesen Boss zu machen. Ich bin doch bescheuert, bin ich doch. Ich glaube jetzt einfach nur nach oben, oder? Es sieht so... Nein, hier waren wir auf keinen Fall richtig. Ja, Zeit anhalten. Toll. Das gibt's nicht. Bibu, die Musik ist so toll. Ich mag die Musik. Die ist so super schön. Da ist meine Lieblingsfee. Danke für volles Leben, Herzfee. Oh, nochmal hingehen. Krieg die Krise. Wie kann man in so einem schönen Spiel so schlecht sein, wie ich es bin? Das darf nicht sein. Das verdient das Spiel nicht. Das ist so wie etwas, was Desmic... Ja, ach, boah, da haben wir aber mal wieder alle Gehirnzellen ausgeschaltet, alle zwei. Sowas... Das hat Desmic mal gesagt, dass er... Dass er nämlich gerne Lufia Let's Playen möchte... Und nicht möchte, dass andere Leute das Let's Playen, einfach mal aus dem Grund, weil er selber denkt, dass kein anderer Lufia so schön finden wird und so schön Let's Playen könnte wie er. Und das ist so, ich werde dem Spiel hier, glaube ich, auch nicht gerecht mit meinen Skills, weil es einfach zu peinlich ist, was ich hier probiere, wirklich abzuliefern. Man kann ja nicht sagen, was ich abliefere, weil das ist ja auch eine Übertreibung. Na, einfach nur, was ich probiere hier zu schaffen. La la la. So. Einfach nach oben laufen. Einfach nochmal probieren, zum Boss zu kommen. Einfach ja. So, vielleicht jetzt auch mal... Also, wenn ich es jetzt einmal mit vollem Leben schaffen würde, wäre es echt so ein kleines Super-Weltwunder. Weil dann schieße ich einfach aus der Entfernung und weiche dann seinen Schüssen aus. Auch wenn das echt eine Cheap-Taktik ist. Besser als nichts. Ich brauche so viel. Mache ich jetzt erstmal so hier. Oh Gott, bitte nicht Fledermäuse, ey. Dabei einfach schießen, genau. Ich kann hier so einen Doppelschuss quasi machen. So, das ist eine super Waffe. Machen wir einfach alles währenddessen so kaputt und hoffen, dass auch mal was stirbt, wenn wir hier so wild rumballern wie ein kleiner Rambo. Hey, gut, Max. Du brauchst langsam auch kein Licht mehr für diesen Dungeon, um hier durchzukommen. Oh meine Güte, ist das... Das ist erschreckend. Das ist aber nicht positiv. Das ist grausam. Das ist... Spielen auf ganz niedrigem Niveau. Wirklich. Ah, wehe. Gut. Oh mein Gott. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ich darf es aber jetzt nicht in den Himmel schreien, dass es gut aussieht. Weil dann jeden Moment kommt ein kleiner, dummer Fehler meinerseits. Sowas zum Beispiel. Weil ich auch noch gleichzeitig labere, während ich spiele. Und dann kann man gar nichts mehr machen. So. Oh. Nee, nee. Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Dieser Dungeon. Es ist nur Dungeon Nummer 4. Was kommt noch auf mich zu? Oh, ich glaube, ich muss in den Wasserfall gehen. Hi, ich soll in den Wasserfall gehen. Danke. Ich schieße gar nicht erst auf dich. Zu riskant gerade. Kam jetzt schon der Raum mit den Spikes? Nein, noch nicht. Der kommt im nächsten Abschnitt. Das wird volle Möhre lustig. Aber Moment, vielleicht habe ich ein kleines gutes Geheimnis nämlich übersehen. Ich bin jetzt hier. Genau. Wir probieren es einfach mal. Weil ich glaube, die Bomben brauche ich nicht bei dem Drachen. Ja. Wenn ich jetzt hier nämlich nach rechts kann, das wäre super. Haha! Dann muss ich gar nicht erst in den Raum mit den Spikes. Das ist sehr gut. Das freut mich. Haben wir schon mal eine kleine Abkürzung. Das ist gut. Und wir haben keine Bomben mehr. Sind einfach komplett weg. Ich hoffe, ich werde irgendwann nochmal welche haben. So, weg, 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 weg. Ist es! Nicht mich jetzt irgendwie... Bitte, Spiel, bitte. Jetzt einfach mit dem Schwert dahin. Einfach hinlatschen. Das ist so ein gemütlicher Spaziergang. Bilbo Beutlin geht ins Auental. Einfach nur so... Dup, du, 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 du. Mehr nicht. So!
Ich bin bereit! Haha, mein Kopf nur noch nicht. Los, los, Bewusstsein, schaffe dies. Achte darauf, was passiert. Halala, da, 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 da. Ach, einfach reinlaufen, du Spast! Einfach reinlaufen. Oh Mann, bin ich eine behinderte Murmel. Was soll das denn? Es gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich raste aus. Ich bin dumm. Ich muss wieder in was reinlaufen. Ich bin komplett bescheuert. Keine Ahnung. Wie soll ich den Gegner machen? Irgendwie gibt's da die geile Taktik, die ich nicht sehe, die mir fern liegt, weil mein Gehirn so begrenzt ist, dass es nur Brüste und Bier kennt. Toll. Oh, ist das doof von mir und es tut mir so leid. Nochmal zu der Fee. Jai. Jai, ist das spannend. Kann mir nichts anderes gerade vorstellen. Geh jetzt einfach zu... Brauch halt noch eine Fee, bitte. So, danke. Keine Ahnung. Ich habe auch... kann den Bogen noch nicht benutzen, weil ich finde keine Pfeile, also muss ich Pfeile jetzt irgendwie aktivieren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, wieder volles Leben. Nochmal die Scheiße probieren. Wenn ich es einmal wirklich schaffen könnte, ohne dass mich die zweite Kugel von dem Gegner erwischt, weil ich laufe in die zweite immer rein. Immer, immer. Es gibt nichts anderes bei mir. Ich muss da einfach reinlaufen. Und der Bogen, der Bumerang hat auch nichts gebracht, wie wir gesehen haben. Das ist sehr schade. Oh Mann. Bibu. Bam, bam, bam. Tolle Musik übrigens. Spielt eine wahnsinnig gute Musik. Das ist so eine richtig schöne Wanderschaftsmusik. Da kriegt man richtig Lust zu wandern. Und ich möchte gern auswandern, wenn ich meine eigenen Spielskills sehe. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei dem Dungeon. Ich mache hier gleich weiter beim nächsten Versuch. Wir können es ja nicht einfach so ungeschehen lassen. Also, bis gleich. Funk Royale. Over and out.